Fußball. Über 12 Jahre habe ich selber Fußball gespielt. Mein Eindruck dabei war, je höherklassiger die Spieler gespielt haben, desto höher wurde auch der Druck. Um herauszufinden, ob der Leistungsdruck wirklich so extrem hoch ist im Jugendfußball, habe ich zwei Spieler befragt. Einer davon ist Aaron. Ja, meine Verbindung fing halt schon früher an. Ich habe bei Wolbeck angefangen. Okay. Bis U12 dann da gespielt und U13 dann bei Hiltrup. Ja. Und dann nach einer Saison halt nach Gievenbeck gewechselt. Okay. In die U14. Ja. Und von der U14 dann auf die U15 Landesliga mitgespielt. Okay. Genau. Und haben da sehr erfolgreich abgeschlossen mit dem zweiten Platz in der Landesliga. Und danach führte mich mein Weg in die U16. Ja. Landesliga bei Aalen. Dann halt später in die Westfalenliga, meiner letzten Station. Mhm. Genau, auch bei Aalen. Und ja, war das für dich erst so Neuland? Ich meine, wenn du so von Wolbeck dann so einen größeren Schritt machst und dann spielst du plötzlich höherklassig, wie kamst du damit erstmal so klar? Nee, aber für mich war das am Anfang keine große Umstellung, denn ich habe damals dann auch schon bei Hiltrup und auch bei Wolbeck davor als einer der leistungsstärksten gespielt. Ja. Da war das Niveau vom Durchsetzungsvermögen dann halt auch schon gegeben letztendlich. Ja. Wo ich dann auch in den nächsten Jahren immer Stammspieler war. Und ja, aber man merkte schon, die Ellbogen wurden ausgefahren und ja, da war eher nicht so ein Miteinander, sondern eher schon ein Gegeneinander. Es war also schon in der Jugend mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander. Aber ist das nur Aarons Eindruck? Cebrail Demir spielt in der U19 von Preußen Münster in der Bundesliga. Er hat schon einige Erfahrungen beim SCP gesammelt. Also ich muss sagen, als U12, U13, U14 Spieler hat man sich da wenig Druck gemacht, auch wenig den Kopf voll gemacht beim Fußballspielen. Da war halt nur Fußball im Kopf, mehr hat da nicht gezählt. Man hatte Spaß am Fußballspielen und der Rest kam von alleine. Also als Jüngerer gab es eigentlich nicht so viel Leistungsdruck. Ja. Wie hat sich das dann so entwickelt mit den Jahren? Ich muss sagen, ab dem U15, also ab dem C-Junioren-Bereich, hat Preußen halt schon angefangen hochzuspielen in der Regionalliga, was so viel ist wie die Junioren-Bundesliga. Mhm. Und ich hatte halt einen schwierigen Start in die Saison, auch mit Verletzungen zu kämpfen. Okay. Und ja, deshalb war halt das erste Mal ist soweit, dass ich halt hier beim SCP nicht übernommen worden bin. Ja. So dass ich dann halt einen Schritt zurück sozusagen gemacht habe, fußballerisch. Hab dann ein Jahr beim ersten FC Gievenbeck gespielt, hab mich da weiterentwickelt. Da geht auch ein Dank am dem ersten FC Gievenbeck auf, dass sie mich dort aufgenommen haben. Und ja, so kam es halt wieder dazu, dass mich Preußen dann in der U16 schon wieder direkt nach einem Jahr zurück wollte. Und wie hast du das aufgenommen, als du das Angebot gekriegt hast? Na, ich war natürlich sehr, sehr glücklich, vor allem als kleiner Junge. Wenn man auch in Münster aufwächst, träumt man nur davon, hier beim SCP zu spielen. Ja. Man ist halt auch mit Borussia Münster mal als Balljunge mit den ganz Großen aufgelaufen im Stadion. Ja. Und dann sieht man natürlich zu denen hin und ja, ist halt der Traum von jedem Fußballer in Münster, mal hier zu spielen. Den Druck hast du dir immer mehr gemacht. Wie ging es dann quasi zu Ende? Du hast gesagt, du spielst jetzt nicht mehr Fußball. Nee, ich will nicht mehr Fußball. Ich habe nach der Westfalenliga aufgehört. Okay. Weil ich letztendlich für mich einfach gemerkt habe, dass Sport mein, beziehungsweise in dem Sinne Fußball mein Feind ist und nicht mehr wohltuend und sich nicht mehr richtig und gut für mich anfühlt, sondern es eher ein Kampf letztendlich war, zum Training zu gehen und es letztendlich, was für den einen Traum ist, in Schalke zu spielen, ist für mich ein Horror gewesen, gegen Schalke zu spielen und dieser Versagensangst letztendlich zu leben. Auffällig ist, dass die beiden ganz unterschiedlich mit dem Leistungsdruck umgehen. Bei Aaron hat dieser größere Auswirkungen als bei Cebrail. Und nochmal abschließend, würdest du sagen, dass dich dieses Thema mit Fußball, mit dem Druck, dass sich das jetzt noch verfolgt oder gar nicht mehr? Ja, ein Teil ist es halt meiner Person, dass ich leistungsorientiert und perfektionistisch denke und immer 100% gebe. Aber das ist letztendlich alles immer dosiert. Ja. Und letztendlich macht letztendlich so ein Tief, letztendlich, wenn man so eine Lebensentscheidung getroffen hat, einen stärker und nicht schwächer. Und das ist halt keine Schwäche, das zuzugeben und dazu zu stehen. Ja. Genau. Und du denkst überhaupt nicht drüber nach, irgendwie aufzuhören mit Fußball? Nee, auf gar keinen Fall. Also darüber denke ich gar nicht nach. Weil es mir halt Spaß macht, der Klein auf. Ja. Krasse Worte auf jeden Fall zum Schluss.
Und gerade Aarons Aussage, dass es richtig ist, bei zu viel Druck die Reißleine zu ziehen, ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg. Für mich war es sehr interessant, die beiden verschiedenen Perspektiven und Meinungen zu erfahren. Auf diesem Wege bedanke ich mich bei Cebrai und Aaron für ihre offenen Worte und wünsche ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Ebenso bedanke ich mich bei euch Zuschauern fürs Zuschauen.